So, meine Freunde, und damit sage ich mal direkt einen schönen guten Tag, Morgen, Abend, Mittag, Nacht und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Football Manager 2018. Und wie ihr sehen könnt, ist das letzte Spiel in der letzten Folge halbwegs gut ausgegangen. Sozusagen. Also wir haben wirklich Weltklasse gespielt. Wir haben das war das perfekteste Spiel, was ich jemals gesehen habe beim Football Manager. Beim 2018 ja sowieso. Das war einfach überragend, defensiv wie offensiv. Besser konnte man nicht agieren. Und bin wirklich sehr gespannt, ob wir jetzt auf Schalke, also das nächste Ligaspiel, genauso bestreiten können. Da bin ich mehr als gespannt. Und ich werde natürlich dem Grundsatz treu bleiben: never change a winning team. Und egal wie die Kondition jetzt sein wird, die wird jetzt nicht so schlecht sein. Aber ich werde die Mannschaft auf gar keinen Fall ändern. Denn wer so spielt, klar, auch die eingewechselt wurden, Pulisic, Wendell oder Schmelzer haben noch gut gespielt, aber trotzdem bleibt es so. Ich werde mit derselben Elf anfangen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Denn nur wenn man das auch in das nächste Spiel bringen kann, so eine Leistung, dann ist es für mich dann. Wird die Leistung noch mehr gewürdigt. Weil man es kompensieren kann. Und es keine Eintagsfliege war. So wie es halt oft ist bei vielen Vereinen. Die mal einen Sahnetag haben, aber eine Sahnewoche oder aber nicht Sahnemonate. Oder eine Sahnesaison. Daraus werden halt die Meister geschnitzt. Daraus sind die Meister geschnitzt. So, Wendell. Entwickelt es anscheinend auch ganz gut. Okay. Freut mich. Ist ein guter Rotationsspieler. Kam für 15,5 Millionen und ist schon 28 Millionen wert. Eine gute Entwicklung hat der Junge genommen. Natürlich auch begünstigt durch seine Nominierung für die Nationalmannschaft, wo er schon zwei Länderspiele hat. Das hat seinen Marktwert, denke ich mal, auch nach vorne getrieben. So. Alle sind fit genug. Gut. Nein, auch Zagadou kommt nicht auf die Bank für Bartra. Es will nichts ändern. Auch die Bank ist wichtig. Ich will mit demselben Kader ins Spiel gehen. Leidenschaftlich. Und wir schulden Schalke auch noch was. Fürs letzte Spiel. Auch seht ihr selbst, die Ansprache ist dieselbe gegen die Bayern. Der einzige Unterschied ist ein anderer Verein und wir haben kein Heimspiel, sondern ein Auswärtsspiel. Wir haben aber, wenn ich mich nicht täusche, die letzten beiden Auswärtsspiele verloren. Deswegen müssen mal wieder Punkte her auswärts. Eine bessere Leistung. Sehr schön von Götze. Götze läuft. Läuft, er läuft, er läuft. In der Mitte ist niemand. Doch, der Molenko. Ne, jetzt aber niemand mehr. Bolo auf Gianluca Waldschmidt, aber Julian Weigel kriegt den Ball wieder zurück. Und Lehne mit einem sehr schönen Pass auf Jarmolenko, aber allerdings wird daraus nichts, sondern eher eine Chance für Schalke. Konoplyanka. Embolo. Max Meyer, Embolo. Oh, das war ein guter Schuss. Aber Leno konnte zum Glück parieren. Stambouli auf Konoplyanka. Meier, sehr schön. Ach, schade, ich habe auf den Konter gehofft, aber wird wohl nichts. Oh, das war riskant. Aber wir haben uns gut rauskombiniert. Wir haben halt auch in der Abwehr Spieler mit einem sehr feinen Fuß. Den kann man sowas halt zutrauen. Ja, Molenk. Oh, abseits. Wieder unglaublich gut kombiniert und Reus wird gefoult durch Koke. Und Marco wird jetzt auch direkt den Ball nehmen und ihn hoffentlich ins Tor hauen. Komm, ach Mann, eine schöne Parade von Fährmann, muss man ihm lassen. Ach,
War ein guter Schuss, aber auch sehr gut pariert. Schade. Das haben wir so schön herausgespielt. Hätte ein Tor verdient gehabt. Aber wir spielen nicht so dominant wie gegen die Bayern. Das sieht man direkt schon. Nicht nur an den Statistiken. Danilo. Jarmolenko. Sehr schön. Sehr gut. Direkt weitergespielt. Reus. Jarmolenko. Ach. Aber wir bleiben am Ball. Nein. Mach mal. Oh. Doch, wir bleiben am Ball. Goretzka. Sehr schön auf Ober. Mach ihn. Mach ihn. 1-0. Obervorlage Leon. Goretzka. Sehr schön. Ein schöner Pass von Goretzka. Und Ober mit seiner Klasse. Der scheint wieder gut in Form zu sein. Hat in dieser Form, hat in dieser Saison ja noch nicht so sehr geknipst wie letztes Jahr. Beziehungsweise letzte Saison. So, Reus. Ach, auch ein schöner Schuss. Aber natürlich trotzdem kein Problem für Ralf Fährmann. Sehr schön auf Reus. An allen vorbei. Wieder sehr schön kombiniert. Aber zu hastig abgeschlossen von Ober. Schade. Hätte man mehr draus machen können. Sehr schön auf Jarmolenko. 2-0. Vorlage Götze. Wow. Sehr schön. Unsere Offensive harmoniert wie noch nie. Aber defensiv sind wir heute ganz schön offen. Oder zumindest offener als das letzte Mal. Das mag ich nicht. So, bei dem Bayern-Spiel hatte ich schon das Gefühl, dass nichts eigentlich passieren kann, weil wir so stabil stehen. Oh, Jarmolenko hüpft einfach drüber. Okay, das sah sehr speziell aus. Was wollte ich gerade sagen? Ach, egal, wir führen 2-0. Gut. Und wir führen weiterhin 2-0. Reus bislang der schlechteste Spieler auf A wegen dem verschossenen Elfmeter. Nee. Wenn das der Grund ist, dann finde ich das ein bisschen blöd. Denn der Elfmeter war ja an sich ja gut geschossen, nur Fährmann hat auch halt gut spekuliert und ihn gehalten. Och, Reus. Das ist ein blöder Ballverlust. Jetzt ist die Mitte komplett frei. Sehr schön. Komm, Marco, zeig deine Klasse. Der nächste Ballverlust von Marco. Aber wir kommen wieder an den Ball. Götze sehr schön auf Ober. Und Jarmolenko mit dem 13-0. In Anführungsstrichen der Vorlage von Ober. Sehr schön. Und unser Ukrainer holt jetzt auch einen Scorerpunkt nach dem anderen. Nicht schlecht. Marco. Komm, holt euch den Ball zurück. Waldschmidt trifft die Eckfahne nicht, aber fast. Wundert mich, dass Gianluca Waldschmidt Stammspieler anscheinend. Der hat 8 Tore, 2 Vorlagen. Okay, sagt nichts mehr. Das ist respektabel. Weiter so, Jungs. Nur Sokrat ist begeistert. Die anderen, naja, können wir schon. Naja. Ist ja nichts Besonderes mehr.
Lena sehr schön auf Jamolenko. Leider wohl nichts daraus. Das war ein bisschen zu einfach. Aber zum Glück können die kein Kapital daraus schlagen. Ich denke mal, Ober kann nach rechts und Isaac ins Sturmzentrum, damit er auch mal wieder ein bisschen paar Spielminuten sammeln kann in seinen jungen Jahren. Und jetzt kann Wendell für Götze rein, der schon gelb verwarnt ist. Schon nach einer Stunde, knapp über einer Stunde kann man das ja ruhig mal machen. Und wie immer, das ist ja kein Fallobst. Lässt es wieder einwechseln. Ein blöder Ballverlust von Weigel. Kennt man gar nicht von ihm normalerweise. Och nee, oder? Dass so ein Ball reingeht. Ach komm. Unsinn. Darf nicht passieren. Darf nicht passieren. Schöner Pass von Sokratis. Oh, der war der Hauptverantwortliche praktisch für diesen Torabschluss. Und die nächste Chance. Jetzt nur nicht nachlässig werden, ja? Ihr habt nur 25 Minuten, da will ich volle Konzentration sehen. Von jedem von euch. Wendell spielt bislang nicht so die überzeugenden Pässe. Viele kommen nicht an. Okay, ich sag nichts mehr. Tor ist Tor. Das beste Argument. Sehr schön, Wendell. Damit hast du das Spiel entschieden. Also nicht du, allgemein die ganze Mannschaft. Freut mich für ihn, dass er jetzt auch mal ein Tor schießt. Ich glaube, es ist sein erstes, wenn ich mich nicht komplett täusche. So, jetzt geht nochmal Guerrero raus wie Schmelle. Der halt auch schon gelb vorbelastet ist. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, wir haben zumindest offensiv unsere Form kompensieren können. Eine sehr gute Leistung wieder. Dass man nicht so dominant spielt wie zu Hause, ist klar. Und defensiv standen wir ja auch mehr oder weniger schon ganz gut. Damit sind zurzeit nach zwei Spielen 10:1 Tore, nach den letzten beiden, gegen Bayern und Schalke. Und wir haben ja noch 10 Minuten, also wer weiß, was da noch passiert. Zumindest diese Chance. Da stand gerade unten, das war richtig guter Fußball von Borussia Dortmund. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage, schon seit zwei Folgen. Das ist perfekter Fußball. Nein, ach Manu, ist noch ein zweites Gegen. Das. Ach man, das tut ein bisschen. Das ganze Ergebnis. Zwei Gegentore sind immer so. Das ist zu viel. Vom Gefühl her. Aber. Ach, egal jetzt. Ist jetzt egal. Wir haben jetzt halt 11 Gegentore nach 15 Spielen.
Aber egal, 4:2 gewonnen, das ist Weltklasse. Ich bin sehr erfreut. I'm really amused. Jetzt sind wir erstmal wieder Tabellenführer und müssen hoffen, dass Leipzig jetzt wieder ein paar Punkte liegen lässt. Am besten auch noch die Bayern. Denn die werden immer noch haben. Erst einmal bedanke ich mich für. Nächste Woche haben wir in der Sendung, was ist das immer? Ne, nächste Woche ist das. Haben wir den Heimspiel im Augsburg, da müssen wir natürlich auch gewinnen. Das ist der Anspruch. Und ja, es sind noch 3 Spiele in der Hinrunde, danach kommt die Winterpause. Das hat zu lange gedauert, vor allem die dritte Runde mit dem Pokal am 26.12. Das ist ein bisschen komisch. Deutsche Welt ist aber auch nicht. Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge um 13 Uhr auf dem Kanal wieder. Wenn ich wiederhole, ich gerne immer wieder. Die Folgen kommen halt immer um 13 Uhr. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.